Also jetzt unterhalte ich mich mal mit App fertig. Und dann ist mal als nächstes Landry dran. Und dann noch tötet im Schatten, wobei ich glaube, viel Konversation habe ich mit ihr eh nicht. That's twice now you've undone one of Kairos's edicts. If you're trying to invite the wrath of the Overlord, good job. Jetzt hast du schon zum zweiten Mal eins von Kairos Edikten zunichte gemacht. Wenn du es unbedingt auf den Zorn des Umbern abgesehen hast, dann gratuliere. The Edict of Storms promised to be the death of the peninsula. I have no idea how the Unbroken lasted as long as they did. What with the blighted crops, obliterated roads and the erratic flooding. Das Edikt der Stürme sah wie der sichere Tod der Halbinsel aus. Ich weiß nicht, wie die Ungeborenen so lange ausgehalten haben. Schließlich waren die Feldfrüchte eingegangen, die Straßen nicht zu benutzen und es gab unberechenbare Überflutungen. What is it you need? Was willst du von mir wissen? Wir sollten anstehende Angelegenheiten. Das war das fast Falsche. We all know how to swim and we all know how to fight. Most Northmen are lucky to make half that boast. Ask away. Was hatten wir schon alles? Was kannst du mir über der Hunden in den Stufen erzählen? Not entirely sure. Which is to say, there was a time I studied my enemy in great detail, but I've recently come to learn that much of my information was little more than lies and misdirection. Ich bin mir nicht ganz sicher, sagt Ebb stirnrunzelnd und macht eine Pause, um sich am Ohr zu kratzen. Damit will ich sagen, dass es eine Zeit gab, in der ich meinen Feind umfassend studierte. Aber in der letzten Zeit ist mir klar geworden, dass meine Informationen größtenteils nichts als Lügen und Irreführung waren. Was ist mit Nerats Stimmen? Der Echonter der Geheimnisse macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Wenn er nicht so ein schreckliches Scheusal wäre, würde ich seine meisterhaften magischen Künste fast bewundern. Man sagt, dass er alle bereits vergessenen Sigille kennt, aber ich habe auch gehört, dass er wegen all dieses gestohlenen Wissens mit verschiedenen Stimmen spricht. In Wirklichkeit aber wird mir jetzt klar, dass ein Großteil meines Wissens nur Lügen und Irreführung sind. Obwohl er natürlich ein schlechter Archont der Geheimnisse wäre, wenn ich mich auf konkrete Informationen stützen könnte. Was weißt du über Ash? Vor der Überrang hielt ich Graven Ash für einen harmlosen alten Mann, für einen Archonten auf dem Papier, der seine Blütezeit schon hinter sich hatte. Mehr hätte ich mich gar nicht irren können. Viele haben den Großgeneral wegen seines Alters unterschätzt. Wenige von ihnen haben den Fehler zweimal gemacht. Ash ist ein bemerkenswerter General. Er hat seine winzige Geschmähtentruppe auf einem fast unaufhaltsamen Amoklauf durch die Stufen angeführt. Außerdem scheint er seine Kriege nicht durch offensichtliche zur Schaustellung mystischer Mächte zu gewinnen, sondern mit altmodischer Führung und guten Soldaten. Deswegen bewundere ich Ash auch ein bisschen. Ungefähr ein Jahr später erfuhr ich in einem Gespräch unter blauer Flagge von einem Kommandanten, dass der Archont den Namen jedes einzelnen Soldaten unter seinem Befehl kennt, von Lebenden wie Gefallenen. So wie die Geschmähten von Ash sprechen, bekommt man fast den Eindruck, als hätte er jeden einzelnen von ihnen persönlich von der Wiege an aufgezogen. Was weißt du über Cairn, ja, unseren toten, halbtoten Erdarchonten? Genug. Sie zieht scharf die Luft ein und verschränkt stirnrunzelnd die Arme. Hier steckt eindeutig eine Geschichte dahinter. Ich möchte sie gerne hören. Warum die Feindseligkeit? Der Archont des Steins zerstörte viel, das mir lieb und teuer war. Ich bin froh, dass er tot ist. Muss ich noch mehr dazu sagen? Hier steckt eine Geschichte dahinter. Ich möchte sie gerne hören. Vor ein paar Jahren trafen die verbliebenen Ältesten der Gezeitenwürge in einer Schlacht auf Cairn. Er war so groß wie 10 Männer, aber nicht unverwundbar, und ich dachte, dies könnte uns aufhalten, wenn wir nur zusammenhielten. Wie auch immer, das ist lange her. Ich bin froh, dass du das alles überlebt hast. Das stimmt nicht, und dein Mitleid brauche ich auch nicht. Lass uns von anderen Dingen sprechen. Okay, was weißt du über Sirin? In den historischen Aufzeichnungen stehen bestimmt noch jüngere Echonten, aber Sirin ist gewiss ein ungewöhnlich mächtiges Kind. Man sagt, die Hälfte des Scharlachroten Chors wäre mit Hilfe von Sirins Überzeugungslied rekrutiert worden. Und ich habe keinen Zweifel daran. Ich weiß außerdem, dass Nerats Stimme ihre Macht etwas gedeckelt hat. Wahrscheinlich fürchtet er, dass sie zur Favoriten des Gesindels werden würde. Dann lass uns das Thema wechseln.
Was weißt du über die arkane Gesellschaft? I know a great deal of the mages of the Tears, or at least their history. Most are dead now. I know a little less about the guild sworn to Kairos as archons, but I try to make an effort to know my opposition. Ich weiß ziemlich viel über die Magier der Stufen, oder zumindest über ihre Geschichte. Die meisten sind jetzt nämlich tot. Ein bisschen weniger weiß ich über die Gilden, die auf Kairos Archon eingeschworen sind, aber ich bemühe mich, meine Gegner zu kennen. Was weißt du über die Erdhexen? Die Erdhexen sind die Jünger von Kern der Archonten des Steins und sie verfügen wie ihr Meister über die Fähigkeit, die Erde beben zu lassen, und auch hinsichtlich seines spröden, grübelerischen Temperaments stehen sie ihm nichts nach. Von meinem Standpunkt aus dienen die Erdhexen den Geschmähten, aber dass Kern in Ungnade gefallen ist, hat ihr Verhältnis schwer belastet. Ich könnte mir vorstellen, dass die Geschmähten befürchten, Kern könnte mit ihnen etwas Subversives oder Verräterisches geteilt haben. Was ist mit den Blutkantoren? Diese Blutkantoren sind die Magier von Nevads Stimmen. Sie beziehen ihre Magie aus Techniken, die von Sirins Sigil und aus der Schule der wilden Wut gestohlen wurden. Genauer gesagt, die von Tausendglut, dem Archon des Feuers, gelehrte Feuermagie. Man kann sie kaum eine ordentliche Schule oder Gilde nennen. Die meisten von ihnen können kaum lesen und ich würde darauf wetten, dass die meisten auch nie etwas gelernt haben, sondern im Wissen nur von Nevad in ihre Köpfe gedrückt bekamen. Sie haben die ganz brutale Clownerie des Chors, verfügen aber über die Magie, ihre Blutrünstigkeit ansteckend zu machen. Ihr einziger Pluspunkt ist wohl, dass die Weisen im Vergleich zu ihnen gar nicht so schlecht wirken. Was ist mit den Eisengebundenen? Die Eisengebundenen wirken wie eine ungewöhnliche Art von Magie. Sie spezialisieren sich auf die langsame, akribische Rituale, die keine grellen Energiestöße oder fliegenden Eisensplitter wie meine eigene Magie hervorrufen. Ihre Zauber machen sie dagegen immun gegen die Feuer der Esse und eins mit dem Werkzeug ihrer Gilde. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen von der Gilde fasziniert bin. Ich mag die Macht und Brutalität meiner eigenen Magie zwar viel mehr, aber wenn wir in ruhigeren, vernünftigeren Zeiten lebten, wäre es wohl eine sehr zufriedenstellende Aufgabe, Magie zum Meister des eigenen Handwerks einzusetzen. Was ist mit der Schule von Tinte und Feder? Nach den Gezeitenwirkern sind die Weisen der Schule von Tinte und Feder die zweitälteste Arkaninstitution in den Stufen. Wir haben eine lange Geschichte und es gibt jede Menge böses Blut. Sofern ich das objektiv sehe, behaupten die Weisen, Gelehrte zu sein, die sich für das Sammeln, Archivieren und Bewahren von Wissen von allem und für alle Menschen interessieren. Sie sind ziemlich scharf darauf, Wissen zu sammeln, haben aber dabei keinesfalls im Sinn, es mit ihrem Stufenvolk zu teilen. Viele unserer Geheimnisse wurden im Laufe der Jahrhunderte von den Spionen der Weisen gestohlen und wir sind nicht die einzigen Opfer. Die Weißen kennen auch die Geheimnisse vieler anderer Gilden. Mehrere Generationen des Diebstahls haben sie vielseitig und gefährlich gemacht. Erzähl mir über deine eigene Gilde, die Schule der Gezeiten. Unsere Schutzherrin Okkulte Jade, die Archontin der Gezeiten, ist so alt wie die Siedler der fünf Ehefrauen. Wir herrschen so seit 5 Jahrhunderten über die Küsten und Flüsse. Heutzutage hat die Schule noch ein Mitglied, das hier vor dir steht. Sie klopft sich verträumt grinsend gegen die Brust. Warum hat die Archontin nicht im Krieg gekämpft? Ungefähr ein Jahr bevor die Gruppen in die Bastardstufen eintrafen, erklärte Okkulte Jade das Zeitalter der Stufen für beendet. Da verkündete sie, lieber nach Südwest in einen unbekannten, unendlichen Ozean aufzubrechen, als sich Kyros zu stellen. Die meisten meiner Gildenkollegen gingen mit ihr und setzten ihr Leben lieber auf hoher See als in der Schlacht aufs Spiel. Einige wenige von uns, die unsere friedvollen Brüder und Schwestern Militante nannten, entschieden sich zum Bleiben und Kämpfen. Und soweit ich weiß, bin ich die letzte von ihnen. Kann ich noch was? Wie war deine Schule vor dem Krieg? Es gab eine Zeit, als die Gezeitenwirker die mächtigste Gilde der Stufen waren. Das Königreich Hafen akzeptierte uns als Verteidiger des Seehandels und die Adelshäuser gewährten uns Frieden und Ruhe im Austausch dafür, dass wir ihre Söhne und Töchter im Musizieren, im Schreiben und im Navigieren unterrichteten. Die anderen Schulen begehrten zwar unser Wissen, aber sie fürchteten unseren Zorn. Unsere zerstörerische Magie und unsere Archontin als Schutzherrin waren wohl genug, um ihnen klarzumachen, dass ein Angriff auf uns dem Selbstmord gleichkäme. Wie ist die Schule untergegangen?
Da ich und Kern forderte die Meister Vollwachs, Hagrifa und Camberil heraus und sie ließen sich nicht lange bitten. Ich sagte ihnen, dass es ein hoffnungsloser Kampf werden würde. Ich glaube, sie waren bereit zu sterben. Als jüngste in den Stufen verbliebene Gezeitwirkerin zog ich meine eigene Sicherheit der Tapferkeit vor und tauchte unter. Als ich mich dann schließlich doch deswegen schämte, nun, das war ungefähr der Zeitpunkt, als ich mich der Vendrien-Wache anschloss. So alt wie die fünf Ehefrauen? Nach allem, was man so hört, gehört okkulte Jade zu den ersten Siedlern, die in den Stufen anlandete, bevor Kyros zum ersten Mal ein Edikt verkündete. Sie ist zwar schon ein bisschen alt und gebeugt, aber für fast 500 sah sie umwerfend aus. I know a great deal of the Mages of the Tears, or at least their history. Most are dead now. I know a little less about the guild sworn to Kairos. Dann fangen wir mal über die anderen Gilden in den Stufen. Im Verlauf der Jahrhunderte sind mehrere aufgetaucht und wieder verschwunden. Die Gilden der Messer gingen mit ihren Heilkräften vor Jahrhunderten in den Norden. Die Schule des blühenden Winters hinkte als inkonsequente Gärtnertruppe immer hinterher. Die meisten anderen Schulen in den Stufen fanden ein frühes Ende, entweder von misstrauischen Nachbarn erschlagen oder von den anderen drei großen Schulen zerrüttet und vernichtet. Lass uns das Thema wechseln. Ich möchte dich über unsere Reisegefährten befragen. Was hältst du von Beric? My one concern with Beric is that he's still loyal to Graven Ash and not to you. Beric seems steadfast, faithful and dependable. But if it comes down to you versus Graven Ash, therein lies the test. Meine einzige Sorge wegen Beric ist, dass er immer noch Graven Ash loyal ist und nicht dir. Beric scheint standhaft, treu und zuverlässig zu sein, aber wenn es auf eine Konfrontation zwischen dir und Graven Ash hinausläuft, dann kommt seine wahre Prüfung. Wenn er für uns nicht von taktischer Bedeutung wäre, könnte ich es mir schon spaßig vorstellen, ihn aus dieser Rüstung hinauszustemmen. Würde mich schon interessieren, ob seine Taille so stark fest und stramm ist, wie ich sie mir immer vorgestellt habe. Und was kannst du mir über Lyra sagen? We should consider ourselves fortunate that one of the most deadly members of the Scarlet Furies considers you a suitable gang leader. That said, I think her involvement with you is entirely suspect. I would wager good money the voices of Neratus listening through her, or perhaps seeing what she sees. Wir sollten uns glücklich schätzen, dass eines der tödlichsten Mitglieder der Scharlachroten Wüter dich für einen geeigneten Bandenchef hält. Warum genau sie sich aber mit dir einlässt, das kann ich nur vermuten. Ich würde viel Geld darauf verwenden, dass Nevas Stimmen hört, was sie hört und sieht, was sie sieht. Was ist mit Landry? Probably the only word thief I haven't wanted to dismember. Him? I'd merely play with an ice knife. Er ist wahrscheinlich der einzige Wortdieb, den ich noch nicht enthaupten wollte. Ich würde ihn nur mit einem Eismesser häuten. Dieses Getue scheint aufgesetzt zu sein, von wegen fahrender Gelehrter. Die Weisen tun immer so, als ob sie weniger wüssten, als es tatsächlich der Fall ist. Er kann bestimmt tausend Gründe vorbringen, warum er nicht so ist wie die anderen oder vertrauenswürdiger als sie ist. Aber ich kenne Leute wie ihn und deshalb traue ich ihm nicht über den Weg. Oh, wenn das von dir kommt, ist das aber ein großes Lob. Ich werde jetzt diesen Stab nehmen und ihn so lange in deinen Hintern rammen, bis du vorne überfällst. Ah, und ganz einfach so wird das Gleichgewicht der gesamten bekannten Existenz wiederhergestellt. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Gott, die beiden müssen heiraten. Die passen zusammen. Was denkst du über Tötet im Schatten? Solange as she doesn't perceive you weak enough to challenge, Kills in Shadow should prove a fearsome, loyal retainer. Solange sie dich nicht für schwach genug hält, um dich herauszufordern, sollte Tötet im Schatten dir eine furchterregende, loyale Anhängerin sein. Ich finde es merkwürdig, bei den Menschen rief Kyros Invasion, Verzweiflung, Kapitulation, Raserei hervor, aber die Türmenschen scheint Kyros gegenüber fast gleichgültig zu sein. Auch der ständige Kriegszustand der Stufen scheint sie nicht zu erschüttern. And Kills in Shadow adopts this optimism more than any. Seems she has no room to be sad about what the Overlord has destroyed. She seems to care only about what can be carved out of what remains. I try to find inspiration in that. Tötet im Schatten übernimmt diesen Optimismus mehr als alle anderen. Sie kann anscheinend nicht darüber traurig sein, was der Oberherr zerstört hat. Sie scheint sich nur darum zu kümmern, was man
aus den Überresten herausschneiden kann. Ich versuche, mich davon inspirieren zu lassen. Lass uns das Thema wechseln, lass uns weiterreisen. Gut. I got it. Damit haben wir App vorerst mal abgeschlossen. Mit den anderen rede ich dann in der nächsten Aufnahmesession mal, was die zu meinem Ediktbruch zu sagen haben. Das habe ich nämlich auch noch gar nicht gemacht. Und dann lesen wir auch das Sendschreiben, was angekommen ist. Also, ich speichere. Das ist ja jetzt LP020. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.